Hey Girlies, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zwar wieder aus Südkorea. Ich liebe meine Südkorea-Videos und ihr hoffentlich auch, ne? Ja. Das Video heute wird sein Glow Up in Südkorea. Und zwar werden wir verschiedene Sachen machen, um ein Glow Up zu kriegen. Und ich hoffe, ich kriege kein Glow Down, sondern ein Glow Up. 8:01 PM. Natürlich ist ins Gym gehen der erste Schritt zu einem Glow-Up. Und die anderen Schritte kommen natürlich auch noch. Aber heute waren wir erstmal im Gym und wir gehen jeden zweiten Tag ins Gym. Wir haben jetzt den nächsten Tag und ich mache mich jetzt ready, denn ich muss in einer Stunde los. Und zwar ist der nächste Glow-Up-Schritt meine Haare färben. Ich sage euch jetzt noch nicht, welche Farbe ich machen werde, weil ihr werdet das gleich sowieso sehen. Ich habe Angst. Ich habe fett Angst, weil ich habe gehört, in Südkorea können die nicht so gut Haare färben. Aber da, wo ich hingehe, hat meine Freundin auch ihre Haare gefärbt und ich fand, bei ihr sah es eigentlich relativ gut aus. Dani geht jetzt gleich ins Krankenhaus und ich gehe Haare färben. Aber sie geht mit ihrer Mama, deshalb keine Sorge, sie ist nicht alleine. Ich weiß nicht, was bei ihr abgeht, aber Dani ist so sick. Ja, guck mal, jetzt schon das perfekte Outfit fürs Krankenhaus. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich zu schminken, aber ich will mich schminken, falls die Haare ungeschminkt nicht so gut aussehen. Dass ich sehe, wie ich zumindest geschminkt aussehe mit den Haaren. Wenn das Sinn macht. Hallo? Macht das Sinn, ja, ne? Ich gebe dir eine 7 von 10. Warum? Du hast das Gefühl, auf deine Haare wären nur eine 7 von 10. Oha, ey Leute, sie ist so gemein. Ich bin nur realistisch. Leute, habt ihr eine Ahnung, wie schlecht die Leute hier in Korea sind im Haare färben? Ich habe bis jetzt nur Fails gesehen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gut aussah, außer diese ganzen K-Pop-Idols. Und wenn also, die lassen sich auch. Also fandst du Rose Haare auch hässlich? Nee, die sahen gut aus. Ja, ich gehe zu der von Rose. Ah, okay, dann gebe ich dem Ganzen eine 9,5 von 10. Ja, ich hoffe es mal. Ich habe Angst. Ich habe gar keinen Bock, mich heute irgendwie doll zu schminken, wie ich sonst immer mache. Bevor ich wieder mit dem Kommentar, aber du bist doch doll geschminkt. Kann sein, aber ich bin sonst doller geschminkt, okay? Weil ich habe keine Motivation, es ist so früh. Eigentlich bin ich müde, aber eigentlich bin ich auch wach. Aber ich bin trotzdem auch gleichzeitig müde. Verstehe ich nicht, versteht ihr nicht, versteht keiner. Es regnet so doll. Ich hasse diese Saison in Südkorea, weil es ist ekliger Regen. Es ist warm und es regnet. Nasty. Guckt euch das mal an. Schaut euch das an. Ich warte jetzt auf mein Taxi. Sorry, aber bei dem Wetter muss ich Taxi fahren. Das ist einfach, nee. Dieses Wetter macht depressiv und meine Haare sind voll fettig. Aber egal, die waschen bestimmt gleich. Ich bin jetzt endlich angekommen und zwar hier bei Pretty Salon. Das ist nämlich mein Friseur. Ich war auch früher immer hier. Und zwar, als ich früher Extensions hatte und blonde Haare. Mal gucken. Pretty Salon Slay. In Korea ist es geil. Man kann immer hier seinen Regenschirm reinziehen. Und dann Slay. Ich bin übrigens zu früh gekommen, weil ich bin voll deutsch bei sowas. Ich komme immer zu früh. Update. Gesundheit. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich hoffe, es wird gut aussehen. Mal schauen. Aber irgendwie cool, finde ich, oder? Leute, trippe ich? Weil vielleicht bilde ich mich jetzt nur ein. Aber findet ihr es auch cool? Ich krieg jetzt Extensions. Cool. Ich war jetzt beim Friseur und habe eine neue Frisur, eine neue Haarfarbe. Seid mal ehrlich, wie findet ihr die? Weil es ist ungewohnt für mich, aber eigentlich voll slay, finde ich. Es ist voll cool. Sollte ich vielleicht mal ganz blond werden irgendwann?
würde gut aussehen, glaube ich. Hallo Leute! Wir haben jetzt wieder den nächsten Tag. Ich habe ja gestern meine Haare gefärbt. Aber ich glaube, ich werde hier nochmal ein bisschen färben, weil mir ist es ein bisschen zu viel blond hier vorne. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Und ich gehe jetzt meine Nägel machen, weil meine Nägel sind schon so fett rausgewachsen. Und Riley kommt mit mir. Und wir sind auch gleichzeitig live auf Twitch jetzt. Ja, ich nehme euch mit bei der Nagellady. Hier ist mein Nail-Studio, das heißt Nail Monde. Die machen richtig schöne Nägel. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen möchte, aber mal gucken. Let's go in. Ja. Wir haben auch hier so verschiedene Nail-Arten. Ich finde die richtig schön. Slay. Geil. Das ist der Zwischenstand. Ja, da kommt, glaube ich, noch eine Schleife gleich hier rauf. Und dann sieht das noch cuter aus. Wow. Das sind meine neuen Nägel und ich finde die so cool. Riley entfernt jetzt auch ihre alten Gelnägel. Kostet nur 20.000 Won das entfernen. Wie können diese Nagellacke hier so schön aussehen? Also sie sehen so ästhetisch aus. Ich liebe auch die da oben mit den Schleifen, das ist so schön. Wir sind jetzt fertig, ich habe meine Nägel und ich gehe jetzt zum Friseur, weil ich finde, hier ist ein bisschen zu viel blond und ich will hier ein bisschen weniger blond. Und deshalb frage ich sie jetzt bei irgendeinem random Friseur, ob die mir das hier wieder dunkel färben können. Mein Friseur. Ja, aber ich kenne den nicht. Hier oben ist Demon Hair, da gehen wir jetzt hin und dann machen wir das. Ich frage sie auch mal, ob sie diesen Gelbstich rauskriegt. Und ich lasse mir jetzt diese Haare wieder dunkel färben. So. Mal gucken. Ich lasse jetzt die dunkle Farbe ein bisschen einwirken. Wir waschen das jetzt einmal raus. Sie wascht jetzt meine ganzen Haare. Mal gucken. Ich hoffe, das hat nicht zu harten Farbunterschied zu den anderen. So sehen jetzt meine Haare aus. Ich habe das jetzt hier ein bisschen gefärbt, aber hier sieht man noch ein bisschen blond. Egal. Trotzdem besser als vorher. Was sagt ihr? One day later. Heute kriegen wir eine Scalp-Treatment. Ja, ja. Ich schminke mich, weil wir gleich nach Gangnam müssen. Und Gangnam ist ja wie immer so weit entfernt eine Stunde Co. Das fuckt so ab, Alter. Aber ich finde Hongdae einfach geiler. Jinanyeon ist echt cool. Das ist hier auch Gangnam, aber hat eine geile Location, I guess. Gangnam ist überall geil. Leute, hier ist Park Joon Beauty Lab und da gehen wir rein. Okay, Leute, das sieht hier voll cool aus. Und hier können wir jetzt unsere Sachen erstmal einmal abgeben. Die haben uns jetzt sowas angezogen. Und dann kriegen wir so ein Headbar. Slay, Leute. Dani hat jetzt einen Typen gekriegt, der ihr diese Headbar-Treatment macht. Und ich hoffe, ich krieg eine Frau. Ich will keinen Typen, ich hab Angst. Man sieht nicht so gut, aber. Ew. You yes, it is. Ich verstehe nicht, was du. With yours, you do have multiple hair growing out, which is great. You can see how all the residue from shampoos and water and all the products you use and oil buildups, they're clogging the pore right now, right? And it's just stuck there and just it's just not helping with the hair growth. Schaut mal, Dani kriegt jetzt so einen Steam in ihren Haaren. Voll geil. Fühlt sich das gut an?
now good, right? Yeah. Yeah. Ich glaube, ich soll das behalten. Ich weiß nicht, wofür das ist. Gibt es das auch in Deutschland, Leute? Es ist ein bisschen Zeit vergangen und ihr seht, ich sehe ganz anders aus. Meine Haare wurden jetzt in Deutschland blondiert. Ihr seht, die sind sehr, sehr kaputt, aber ich habe auch gerade geduscht. Deshalb sehen die halt ein bisschen schlimmer aus. Also gestylt sieht es eigentlich ganz okay aus. Ich kann euch mal hier ein Foto einblenden, wie das gestylt aussieht. Viel besser. Aber ja, Leute, mein Glow-up ist schief gegangen. Ich wollte doch einfach nur eine Veränderung. Dieser Friseur in Deutschland hat meine Haare so auseinandergenommen. Ich will heulen. Aber ist in Ordnung. Wenn ich jetzt bald wieder nach Deutschland gehe, möchte ich das nochmal von einem Friseur fixen lassen gehen. Ich weiß zwar nicht, wie man das fixen kann, aber vielleicht irgendwie. Ich versuche auch die ganze Zeit, die richtig zu pflegen, weil die halt so unnormal trocken sind, aber sie sind schon besser geworden, muss ich sagen. Also ganz am Anfang war es noch schlimmer als das, was es gerade ist. Aber nicht viel besser. Mein Glow-up ist in die Tonne. Kann man in die Tonne treten, ja. Danke, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Falls ihr bis hierhin geguckt habt, dann kommentiert Fisch. Und falls ihr mehr solche Videos aus Südkorea wollt oder allgemein Vlogs und Videos, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert auch, weil viele von euch abonnieren nicht, aber schauen die Videos. Gönnt doch ein Abo, kostet nichts, ist kostenlos. Baba Glow Up, Leute.